Okay, hier gibt es schwer verletzte Leute. Hi, was ist hier passiert? Du siehst einen zusammengekauten Soldaten auf dem Boden. Sein zerfetztes Gewand ist mit einer dicken Kruste aus Staub und Blut überzogen. Aber du erkennst die Farben und die Signen der Ungebrochenen. Mit jedem ratzenden Atemzug durchzuckt ihn neuer Schmerz. Als du dich näherst, bewegt er seinen Kopf leicht in deine Richtung. Doch er scheint nicht die Kraft zu haben, ihn zu heben. Dieses Weges können nur diejenigen kommen, die Dämmerwacht zerstört haben. Wenn ihr das seid, dann werde ich mit einem Fluch auf den Lippen sterben. Das ist also das Ende. Bitte tötet mich schnell, mein Leben ist ohnehin vorbei. Sein gezwungenes Lächeln lässt ein Blutrinnsal aus seinen Mundwinkeln fließen. Was ist hier geschehen? Eine Schlacht, wie es mir scheint. Er hält die Nase, den Wind schüffelt. Keine sonderlich beeindruckende, aber eine blutige. Er hebt seinen Kopf und blickt dich an. Die Bewegung lässt ihn vor Schmerz zusammenbrechen. Der scharlachrote Chor. Sie treiben uns über dieses Ödland und nutzen jede Gelegenheit zum Angriff. Nun haben sie uns wohl auf diesem Pass in die Enge getrieben. Ich gehörte zur ersten Verteidigungslinie. Als meine Kameraden ausgelöscht wurden, brach der Chor durch. Ich hielt mich für einen Glückspilz, weil sie nicht nach Überlebenden gesucht hatten. Nach einigen Stunden fing ich an, meine Meinung zu überdenken. Er lächelt schief, doch das Lächeln weicht schnell dem Schmerz. Ich habe dringende Fragen. Er wirkt bluthoch und blickt dich leicht amüsiert an. Mir bleibt wohl nicht viel Zeit, um dich mit Anekdoten aus der Geschichte des Umbalks damit zu teilen. Ich möchte in diesen letzten Augenblicken lieber an die wahre Farbe des Himmels denken. Er blickt auf die schmutzige Wand aus Gewitterwolken über euch. Brauchst du Hilfe? Ich könnte deine Wunden verbinden. Lass mich deine Reise ins Nichts beschleunigen, dann lasse ich dich einfach wohl im Frieden sterben. Wo ist Matthias? Matthias, wenn er noch lebt, ist er bei den übrigen Landsleuten. Er deutet schwach irgendwo in die Ferne. Ja, ich weiß nicht, wo, bei wem ich mir jetzt alles hier schlechte Karten hole, aber... Ich könnte mal fragen, kann ich deine Wunden verbinden? Du hast Zorn beim Blenden Mark hinzugewonnen, mal wieder. Ich hätte nicht gedacht, dass jemand aus Ash Brut Verbände bei sich trägt. Ihr Eisengepanzerten könnt euch doch quasi neue Glieder wachsen lassen, wobei ich wohl keinen Schimmer habe, zu was du fähig bist, wenn du von Todos Gericht kommst. Er versucht zu lachen, aber es schmerzt ihn zu sehr. Okay. Verbinden kann ich dich nicht, also beschleunige deine Reise ins Nichts. Du verpasst ihn einen harten Schlag auf den Kopf. Seine letzte Energie verlässt ihn und er sackt auf den Boden zusammen. Säubere die Trapperkreuzung vom Feinden. Oh, ein Schleifstein. Ja, da sind bronzene Wappengenossen. Und da sind Hordenmitglieder. Eigentlich das Beste, was ich machen kann, ist den Unbeugsamen einen Deal anzubieten. Wenn das heißt, dass neue Mitglieder für die Armee geworden werden können, kann der Scharrote Chor jeden Mürbe machen. Die Ungebrochenen haben länger durchgehalten als die meisten. Their army, the Scarlet Chorus, can wear anyone down. The Unbroken have held out longer than most. Ja, da sind die Ungebrochenen und da sind auch Chormitglieder. Eine Kriegerin der Ungebrochenen steht wach am Eingang eines provisorischen Lagers. Sie hat tiefe Augenringe und aus ihrer gesamten Haltung spricht die Erschöpfung. Ihre abgewetzte Rüstung und wettergegerbte Haut sind im Sand und Rost und überzogen. Wer betritt das Land der Ungebrochenen? Die Stimme der Wache zittert vor Müdigkeit. Jeder, der im Augenblick nach Trapperkreuzung kommt, ist irgendwie an dem Krieg beteiligt. Erkläre deine Absichten. Ich schrecke nicht davor zurück, dich aus reiner Vorsicht zu töten. Die Wache schaut dich eindringlich an. Wie ist die Lage hier? Der Zorn übermannt sie, als würde ich irgendetwas mit einem eingepanzerten Schrecken von Graven Ash teilen. Geh zurück in den Orden, verdammt. Ach, du bist wirklich herzallerliebst. Seit ich den Bau verlassen habe, habe ich niemanden mehr gesehen, der so unschuldig und grün in den Orden ist wie du.
Wieso nach Matthias? Ist er nicht euer Anführer? Stimmt, das ist er. Sie blinzelt dich skeptisch an und ruft dann nach jemanden über die Schulter. Hauptmann, du hast einen Besucher. Sieht nach Schwierigkeiten aus. Oh Gott, der sieht aber auch mitgenommen aus, so wie der läuft. Der Kämpfer der Unbeugsamen sieht blass und erschöpft aus. Sein Äußerstes zeigt mittlerweile die Schrecken, die er erlebt hat. Jedoch trägt er jede Narbe und jedes besorgte Zucken mit der Würde eines Veteranen. Matthias, Hauptmann der Truppen hier in Trapperkreuzung und der gesamten Ungebrochenen. Er mustert dich von oben bis unten und nickt dabei, als würde ihn eine wichtige Erkenntnis dämmern. Sogar so weit im Süden erzählt man sich noch von Tunons Agenten, der die Belagerung bei Wendelins Bunden durchbrochen hat. Wenn du gekommen bist, damit sich die Geschichte wiederholt, dann erlaube mir dir, dich vom Gegenteil zu überzeugen. Die Ungebrochenen werden sich nicht so leicht niederstrecken lassen wie die Wendrien-Wache. Er zieht langsam seine Waffe. Du bist also der Bastard, der uns während des Feldzugs im unbeugsamen Land so viel Schwierigkeiten gemacht hat. Auf den heutigen Tag freue ich mich schon lange. Er reichte beim Anblick von Beric zurück. Dieses Ding spricht. Kyros Schergen haben die Invasion nicht gut überstanden, was? Ihr habt wohl kein Interesse daran, etwas über die Vorzüge von Kyros Frieden zu erfahren. Wie ergeht es euch hier? Wir sind vielleicht nicht mehr so stark wie in... wie wir in der Vergangenheit waren, aber wir können uns immer noch wehren. Meine einzige Angst ist, dass unser nächster Kampf der letzte sein wird und unsere Tage gezählt sind. So sehr ich es hasse, es beginnt so auszusehen, als wäre unsere einzige Überlebenschance, uns dem Chor anzuschließen. Nein, nichts da. Er seufzte tief. Der scharlachrote Chor hat uns aufgerieben. Sie haben unsere kleine Einheit durch das gesamte Klingengrab gehetzt, um uns dann in ihre Bande zu rekrutieren. Wenn wir bei voller Stärke wären, könnten wir sie abwehren, aber wir haben zu viel Kraft dabei verloren, Patrouillen der Geschmähten zu überfallen. Ash möchte das Edikt der Stimme beenden. Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Und vermutlich will Ash auch eine Geschmähtengarnison im Wachplatz einrichten. Matthias beißt die Zähne zusammen. Das kann ich nicht zulassen. Unsere Zähne passen nur sozusagen zusammen, bis Stratos Herodin gestorben ist. Danach haben wir nichts mehr gemeinsam. Ihr habt wohl kein Interesse daran, etwas über die Vorzüge von Kyros Frieden zu erfahren. Wir haben Kyros die Bedingungen schon zurückgewiesen, als eure irregeleitete Invasion begann. Lasst uns beide nicht noch so tun, als ob Graven Ash im letzten Jahr versöhnlicher geworden wäre oder uns unter Kyros Herrschaft etwas anderes als Versklavung und Massengräber erwarten würde. Ich will ihn nicht angreifen. Er fährt mit einer Hand durch sein verschwitztes Haar. Ich will mir nicht selbst vormachen, dass beide von uns lebend aus Trapperkreuzung herauskommen werden. Wenn du nicht kooperierst, dann stirbst du auf deinem Weg. Lass uns diesen Sklaven von Kyros mit aller Macht ausweiden. Nein. Das ist Autosave. Das wollte ich nämlich absolut nicht erreichen. Ich will nämlich nicht, dass sie sich dem Chor anschließen. Weil gegen den Chor ermittle ich und der Chor ist mein Hauptfeind mehr oder weniger. I got it. If it means adding to their... What do we have here? On the lookout. You got it. Das hier ist ein kleines Chorlager mit einem Bluthund und einer Wüterin, hä? Oder gibt es hier noch mehr Gesindel? Hier ist auf jeden Fall ein Choranführer. Vielleicht reicht es, wenn wir den schon ausschalten. Okay, das heißt das Übliche wie immer. Will do. I will aid you. So. Hallo, Freunde. Okay, Beric brennt schon mal. Ah!
Barrick ist fast tot. Okay, ich glaube, die gegen den Chor haben wir noch keine Chance hier. Ah, ah. Ich will mich nämlich jetzt gerade weder mit dem Chor hier noch mit den Ungebrochenen anlegen. Der Chor ist nämlich sowieso aggro auf mich. Und die Ungebrochenen lassen nicht wirklich mit sich reden. Sorry, can't. What have we here? Hier ist nämlich zum Beispiel auch eine ziemlich große Ansammlung an Gegnern. Scharlachroter Wüter. Und zwei Bluthunde. Und das Lager hier oben wird auch nicht besser sein. Da ist sogar ein Blutkantor dabei. Zwei Blutkantoren. Ja. Will do. Das heißt, diesen Ort, den verschieben wir auch mal, bis wir so Level 10 rum sind. Was für Aufgaben haben wir jetzt hier eigentlich? Das hat sich ja geändert. Ein stammender Soldat hat verraten, dass sowohl Chor als auch ungebrochene Soldaten vor Ort sind. Bring alle um, einschließlich Matthias. Ja. Das heißt, ab zur Bresche den alten Mauern. Viel mehr bleibt uns jetzt gerade nicht übrig. Weil mit so vielen Chorsoldaten können wir es auch nicht aufnehmen. Oh, da sind noch mehr Ungebrochene. Soweit das Auge reicht, tragen Felszacken aus der sie gewähren kaum Schutz vor dem ewigen Wind. Du hast schon gute Handschuhe, dann gehen wir dir mal bessere. Und ich habe Handschuhe des Momentums für Mehrfachschlag. Ne. Und das Ding kann auch mal weg. Waffen können wir immer noch nicht so wirklich verbessern. Wir haben kein Schild für Barrick. Also kein besseres Schild. Nur ein schlechteres. Achtung, eine Bande von Kriegern der Ungebrochenen nimmt Haltung an, als ihr Anführer deine Anwesenheit bemerkt. Der auf beim freien Schild, als du dich näherst und seinem Kameraden nimmt eilig Haltung an. Er wendet sich dir zu, blickt dich mit offener Abscheu an. Lauf nur mit eingekniffenem Schwanz davon. Die Ungebrochenen dulden keine Einmischung durch nordländischen Abschaum. Ich versuche, das Edikt der Stimme zu beenden, wir haben ähnliche Ziele. Wir finden sicher eine Lösung, von der wir beide profitieren. Wir versuchen, das Edikt zu beenden. Ach, tatsächlich? Also, wenn es nicht zu deinem Ziel gehört, Kyros Schergen zu erschlagen und das Nordreich in Flammen zu setzen, dann ähneln sie sich nicht genug. Er zieht seine Waffe. Angriffsposition nicht weichen. Oh.